Glut des Berges, forme dich! Zu gleißendem Stein, dem Helden zu dienen, den Feind zu besiegen! Willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Drakensang, Part 35. Wir befreien heute Dranor. Da geht's auch nicht weiter. Hä? Bin ich narrisch? Achso, ich hatte mich gedreht gerade. Ja, klar. Da müssen wir lang. Und ja, ihr seht, es wimmelt hier nur so von diesen Wolfsratten, die wir jetzt auch wieder kommen lassen. Ah, rankommen lassen. Und ich mach das schon. Alle mal komm, komm. Drauf. Bin ja gerade zum Ende des letzten Teils unseren ersten wirklich größeren Kampf, den wir wirklich auch gut gemeistert haben, muss ich sagen. Respekt an meine Gruppe hier. Habt ihr toll gemacht, Freunde. Ja, und auch das Kürschnern funktioniert hervorragend. So, jetzt haben wir wieder so eine schöne Herausforderung. Das schreit doch wieder nach einem Befreiungsschlag, weil der Aldi, weil der Befreiungsschlag ja mehrere trifft. Geh du mal da drauf, bitte. Vorgrim. Amazone Lana, du schnitzelst, die greift dich sowieso schon an. Nimm mal meine die, damit die nicht auf Elfi geht. Du machst mal einen schönen Flammstrahl auf den. Du machst bitte schön erstmal einen Amatrutz auf dich. Und wir stellen die Kamera mal wieder so und los geht's. So, Amatrutz ist fertig. Dann machst du jetzt den Donnerkeil. Da kommen noch mehr. Ich nehme die Sache in die Hand. Du musst zum Angriff abtanken. Hast du jetzt deinen Befreiungsschlag endlich mal gemacht? Oh, jetzt wird's lustig. Jetzt müssen wir aufpassen. Sie ist auch vergiftet. Lass das mal Vorgrim machen. Und leicht verletzt. Vorgrim, hast du jetzt mal reingehauen? Ich mach das schon. Ha! Alles klar. Hattest du nicht auch einen Amatrutz? Doch. Arquartus. Den solltest du dir jetzt mal genehmigen. Was machte der nochmal? Der Funken. Faviludo Funkentanz. Kleine tanzende Funken in allen Farben des Regenbogens umhüllen den Verzauberten, lenken alle möglichen Gegner ab und erschweren es, einen Treffer zu landen. Ja, das ist eigentlich eine gute Sache. Aber du hast jetzt erstmal den Amatrutz. Verwende lieber mal deine Magie für. Für die Gegner. So, das läuft, das läuft, das läuft, das läuft. Los geht's. Oh, jetzt kommen aber doch bangig viele. Ich glaube, diesmal werden wir das erste Mal Tote zu beklagen haben, wenn wir jetzt nicht aufpassen. Du hast deinen Armatrutz. Du könntest mal einen wegblenden. Von denen, die dich da angreifen. Zeritus, Zeritus, Astus. Na, du haust aber trotzdem drauf. Und du haust auch. Drauf. Und du bist noch dabei.
Der Donnerkeil braucht relativ lange. Macht aber gut Schaden. Gute Entscheidung. Zum Angriff. Mal weg. Ein Zwerg, ein Wort. Und du machst dann da hinten mal mit. So. Einer ist weg. Oh, okay. Dann wird Elfi gleich mal Hand anlegen müssen. Meint ihr? Ja. Ich glaube, den kannst du selber machen gleich. Du nimmst den. Ich nehme die Sache in die Hand. Du nimmst den. Lass das mal vor Grimm machen. Bei so. Angrosch. Ich glaube, das hatte ich schon gesagt. Du machst erstmal weiter und du machst dann anschließend hier. Ha. Den wirst du doch wohl treffen da, oder? So, Elfi, Balsam Salabunde wäre jetzt nicht schlecht. Warte mal. Und zwar auf Rulana. Und anschließend gehst du mal mit dem Tee rum. So, die ist weg. Für die Königin. Hier drauf. Für Rondra. Die greifen dich an, das ist aber soweit in Ordnung. Der ist ein bisschen unangenehm hier. Der geht nämlich auf Kladdis. Blitz den mal, Kladdis. Aufgepasst. Tank den mal weg, bitte. So, du bist noch da dabei. Du bist auch noch da dabei. So, das hat ein bisschen Heilung gebracht. Und jetzt machst du mal bitte einmal so. Na klar. Donnerkeil? Arquartus. Gute Entscheidung. Zum Angriff. Meint ihr? Bei meiner Axt. Wird jetzt hier auch angegriffen. Das ist gerade etwas ungünstig. Was ist mit der Heilsalbe eigentlich? Dieses mit Wirselkraut vermengte Salbenfett stoppt bei frischen Wunden die Blutung, indem es die Heilkraft des Anwenders beträchtlich verstärkt. Das wäre vielleicht jetzt mal der richtige Augenblick, das Rulana zu verabreichen. Folgt mir. Das brauchst du jetzt nicht. Du kannst jetzt eigentlich wirklich nur verteidigen. Jetzt wird's ernst. Ja, jetzt wird's ernst. Und du hältst mal in alter Zwergenmanier da hinten drauf. Lass das mal vor Grimm machen. Bei Angroschs Bart. Candidus.
Vakuum! So, Elfa, Wunden heilen. Müsste jetzt verstärkt sein, oder? Oder steigt das jetzt? Nee, es steigt nicht. Regeneration, okay. Ist die Heilsalbe Regeneration oder ist die Wundenheilen? Habe ich jetzt immer noch nicht so ganz verstanden. Wir machen das jetzt mal so, Willenglatt. Es hat ein bisschen Probleme. Na klar. Und du versuchst hier nochmal zu blitzen. Amazone voran. Zum anderen. Versuch mein Bestes. Wow, Leute. Wow. Coole Sache. Coole Sache, echt. So. Da ein bisschen Tee. Da ein bisschen Tee. Der Zwerg mag den Tee nicht. Der möchte lieber einen Pferdocker. Aber das kannst du im Anschluss kriegen. Weißt du, wir haben doch gerade was gefunden. Komm, du kriegst jetzt hier mal einen Pferdocker. Komm, du hast dich so gut. Ich gebe dir das mal rüber. Lass das mal vor Grimm machen. Du kannst dir mal einen reinpfeifen. Komm. So. Ja, Mensch, das war ja mal rasant. Und weil es so schön war, speichern wir jetzt hier mal vorsichtshalber. Und zwar einen von unseren bekannten Zwischenständen. Zwischenstand 34. Yay. So, Rula. Alle mal hergehört. Du darfst jetzt wieder mal aufklauben. Ist mal reihum. Erstmal aufklauben. Rattenschwänze, Rattenschwänze, Rattenschwänze. Da wird sich der Wirt aber freuen. Kommt das Messer zum Einsatz? Also Messerarbeit wäre ja eigentlich Elfis Sache, aber da sie jetzt ja nun keine Tierkunde hat, muss was eben Rulana machen. Genau, so. Und sie macht das wirklich gar nicht schlecht. Sehr, sehr schön, Rulana. Sehr, sehr schön. Müssen wir gleich mal wieder Licht machen. Und dann können wir weitergehen. Da ist doch gerade jetzt wieder was zusammengestürzt, ne? Das scheint ja hier doch etwas marode zu sein. Hoffen wir nicht, dass uns da mal was auf den Dötz fällt. Na gut, man kann nicht immer gewinnen, ne? Man kann nicht immer Glück haben. Beziehungsweise, man kann auch mal Pech haben. Sagen wir es mal lieber so herum. Denn mit Glück hat ja Können, hat ja mit Glück nichts zu tun, ne? So. Gut. Die noch und die nächste noch und dann hast du es. Meine Güte, das ist ja doch eine ganze Menge Arbeit da, die alle auseinander zu schneiden. Gut. Speichern da noch mal drauf, ja. So, Gladys. Ja, machst du mal Licht, bitte? Alle mal hergehört. So. Da ist, glaube ich, zugestürzt.
Wenn ich das richtig sehe. Das hier. Jetzt da weiter. Also hinter uns müsste es zugestützt sein. Nee. Ach so. Nee, stimmt gar nicht. Oder? Stimmt das? Meine Güte. Was ist denn jetzt hier los? Ich bin schon ganz durcheinander. Ja, da ist zu, genau. Da ist zu. Ich sag doch. Warum glaube ich mir denn nicht? Also ich bin richtig von den Socken, dass das kampftechnisch doch so gut läuft. Besser als ich. Ich hatte schon befürchtet, dass jetzt hier wirklich so Mengen auf uns zukommen und dass wir richtig Probleme kriegen. Aber ihr seid spitze, meine Leute. Ihr seid spitze, Freunde. Aha, es ändert sich etwas, okay. Jetzt haben wir ja oben nicht alles gemacht. Ist das jetzt gut oder schlecht? Also ich habe jetzt gedacht, dass wir hier unten erstmal die Rattenplage wahrscheinlich erledigen und uns dann oben auf die Befreiung Dranors dann auch entsprechend konzentrieren können. Jetzt bin ich mir allerdings nicht mehr ganz so sicher, weil wir ja jetzt hier in Räumlichkeiten kommen. Aber Treppen sehen irgendwie immer alle gleich aus, oder nicht? Spannend, jetzt sind wir noch tief, noch Ebene 2, du meine Güte. Da ging es nicht weiter, da ging es nicht weiter, das haben wir nicht gemacht. Ja, vielleicht sollten wir das erstmal oben fertig machen. Ich glaube, das ist besser, wenn wir erstmal oben fertig machen. Oder wir befreien tatsächlich erst Dranor und kümmern uns dann anschließend um diese Plage hier. Ich glaube, das ist vielleicht tatsächlich auch der beste Weg. So rein videotechnisch gesehen. Muss ja auch nicht so lange warten, der arme Bursche. So genau, jetzt wollte man eigentlich mal links gucken. Ich will jetzt nur mal gucken. Ach so, da war das Gittertor. Okay. Gut. Gehen wir mal rauf. Machen also tatsächlich erst einmal die Sache mit Dranor fertig. Schließlich ist der Titel des Videos ja auch Befreiung Dranors. Ich denke, ihr seht es mir nach, dass wir jetzt hier das mal abkürzen, aber wenn, oder beziehungsweise unterbrechen. Aber wenn ich da schon sehe, Ebene 1, Ebene 2, wer weiß, wie viele Ebenen das Ganze hat. Dann sollten wir uns erstmal auf die eigentliche Sache, die wir uns vorgenommen hatten, konzentrieren. Ja. Also. Genau. So, weiter kann's gehen. Das bin ich. Arquart, Amazone voraus. Genau, wir gehen jetzt geradeaus. Die Musik. Macht es schon ein bisschen spannender, ne? Ich helfe.
Das ist also der Durchgang zu dem Verlies. Verstehe. Da sitzt einer drin. Da sitzt keiner. Psst! Hast du das auch gehört? Da ist doch jemand. Ach was, das war bestimmt nur eine Ratte. Oh, da müssen wir jetzt die Stadtgardisten. Müssen wir die umbringen? Das wäre aber schlecht. Denkste, hier unten passiert doch wirklich gar nichts. Das kannst du aber laut sagen. Das ist aber. Die Schicht hätten wir wohl kaum erwischen. Meucheln? Mag sein. Wenigstens müssen wir uns nicht mit Banditen und anderem Gesocks rumschlagen. Hey, hey, sehe ich auch so. In Fuhrmannsheim muss ich nicht unbedingt Dienst schieben. Wir versuchen mal schleichtechnisch da vorbeizukommen. Keine Halunken, keine Monster, alles friedlich. Wenn bloß diese modrige Luft nicht wäre. Ah, die schlechte Luft stört mich nicht so. Ist ja auch absurd. Hell erleuchtet schleichen wir vorbei. Ein paar Würfel, zwei Stühle und ein Tisch. Sowas brauchen wir hier. Das kannst du ja mal bei der Wachhauptfrau vortragen. Psst, hast du das auch gehört? Da ist doch jemand. Ach was, das war bestimmt nur eine Ratte. Diese verdammten schon geschehen. Was in den Niederhöllen macht ihr hier? Ja, was machst du eigentlich hier? Euch retten? Wie schaut ihr denn aus? Retten? Mich? Ihr glaubt doch nicht wirklich, dass ich, Dranor, mich nicht aus eigener Kraft befreien könnte. Und dieses stinkende Leinenhemd haben die Wachen mir verpasst. Aus eigener Kraft befreien? Schaut euch doch mal um. Ihr seid eingesperrt, tief unter der Erde, umgeben von massiven Felswänden und robusten Stahlgittern. Ihr seht nur, was euch eure ungeübten Augen sehen lassen. Für euch bin ich ein Gefangener in einer ausweglosen Lage. Doch tatsächlich bin ich ein freier Mann, der hingehen kann, wohin es ihm beliebt. Ach, tatsächlich. Und wie wollt ihr das anstellen? Alleine das Schloss an eurer Zellentür dürfte euch arge Probleme bereiten. Herrje, wie könnt ihr mich derart beleidigen? Ich bin ein Meister meines Fachs. Da, schaut her, aber die Tür hatten wir jetzt aufgemacht, oder? Ihr habt das Schloss geknackt? Jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Weshalb seid ihr denn dann immer noch hier? Ganz einfach, es geht ums Prinzip. Ums Prinzip? Ich fürchte, ich verstehe noch immer nicht. Ich bin unschuldig. So, unschuldig. Irgendwie kommt euch dieses Wort merkwürdig oft über die Lippen. Ihr müsst mir glauben, ich habe euch doch vor den Stadttoren noch von der Verwechslung erzählt. Es ging um einen Diebstahl eines seltsamen zwergischen Zeitmessers. Man lastete mir diese Tat an, obwohl ich es nicht gewesen bin. Ich sitze zu Unrecht in diesem Kerker. Und was ist mit dieser einfach mal eben über die Mauer klettern Geschichte? Meint ihr, das war eure Sache dienlich? Ob dienlich oder nicht, ich bleibe hier, bis meine Unschuld bewiesen ist. Schließlich bin ich ein Mann von Ehre. Oh, Dranor, das kann doch nicht euer Ernst sein. Habt ihr eine Ahnung, was ich durchmachen musste, um bis hierher zu gelangen? Es ist mir ernst. Keinen Fuß setze ich vor die Zellentür. In einer Woche habe ich eine Anhörung. Dann wird sich dieses tragische Missverständnis aufklären und mein Doppelgänger wird in dieser Zelle hocken, während ich unwählig durch die Straßen Ferdox flaniere. Seid ihr wirklich sicher, dass ihr es eine weitere Woche hier unten aushaltet? Überlegt es euch gut. Nochmal werde ich nämlich nicht hier herunterkommen, um euch herauszuhelfen. Ha! Wenn es weiter nichts ist. Auch wenn es hier furchtbar stinkt, die feuchten Wände über und über mit Schimmel bedeckt sind und die Mahlzeiten nicht mal die Hunde fressen würden, werde ich standhaft bleiben. Ich werde... Elfarina, ihr habt ja recht. Ich erhalte es keinen Tag länger mehr hier aus, in diesem Verlies. Ihr müsst meine Unschuld beweisen. Bitte sucht den Händler auf, der mir die Tat zu Last gelegt hat. Sein Name ist Wulfgar Hapel. Er hat einige Stände auf dem kleinen Marktplatz hinter dem Perreine-Tempel in Grafenstadt. Bitte findet ihn so schnell wie möglich und geht der Sache mit dem Diebstahl auf den Grund.
Hier hast du mal ein Taschentuch, Schätzchen. Ja. Okay. Er will also nicht mit. Dann ist unsere Aufgabe hier zunächst einmal getan, muss ich sagen. Wir könnten zwar jetzt hier noch weiter schleichen. Bringt das was? Da gibt es wahrscheinlich nur weitere Zellen und da geht es dann wieder raus. Genau, mal gucken, was da noch kommt. Also der ist wahrscheinlich beim über die Mauer klettern, hat er sich irgendwie den Kopf gestoßen oder so. Ich meine, glaubt ihr, dass der unschuldig ist? Könnt ihr mal abstimmen. Wer für schuldig stimmt und wer für unschuldig stimmt. Das wäre mal was. Das wäre mal genial. Müssen wir das dann rausfinden. So, dann schleichen wir uns mal zurück. Gut, das Licht ist aus, das kommt uns entgegen. Denkst du, hier unten passiert doch wirklich gar nichts. Das kannst du aber laut sagen. Eine düstere Schicht hätten wir wohl kaum erwischen können. Mag sein. Wenigstens müssen wir uns nicht mit Banditen und anderem Gesocks rumschlagen. Hey, sehe ich auch so. In Fuhrmannsheim muss ich nicht unbedingt Dienst schieben. So gesehen haben wir es doch gut. Keine Halunken, keine Monster. Alles friedlich. Also da stehen die Wachen davor, da kommen wir natürlich nicht raus. Ah, die schlechte Luft stört mich nicht so. Ein wenig Sonne wäre nicht schlecht. Jo, Sonne finde ich auch ganz schön. Gut, also wenn wir dann jetzt hier aus dem Trakt wieder raus sind und dann wieder in dem Gewölbe sind... Dann werden wir den Part jetzt hier erstmal beenden. So, sammeln, Leute. Prima, da sind wir also. Und ja. Alles klar. Dezeption. Mal zum Abschluss nochmal Licht hier. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr hattet Spaß daran. Der Gruppe hier mal durch die Kellergewölbe und durch die tiefen Ferdocks bis hin zu dem Verlies zu Dranor zu folgen. Und auch die ja, die Erzählung oder die Geschichte, die uns da auftischt, ist ja auch total lustig. Schreibt es mir einfach mal in die Kommentare, würde mich mal interessieren, wie ihr jetzt weiter vorgehen würdet. Ja, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr mir das gerne mal mit einem Like, mit einem Däumchen versüßen, würde mich freuen. Und ja, ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es wieder heißt Let's Play Drakensang. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.